Eine große, lebendige Welt steht dir offen, steht hier. Neue Pokémon, grenzenlose Abenteuer. Na, ob das stimmt, das finden wir jetzt erstmal raus. Was geht, Leute? Der Lenny wieder mal hier. Und es ist wieder einmal das kontroverseste Pokémon-Spiel, das es jemals gegeben hat. Ich glaube, dass wir das in den letzten 5-6 Jahren irgendwie immer und immer wieder wiederholt haben. Zu jedem einzelnen Release, der irgendwie kam. Und jedes Mal stimmte es. Aber ob es Game Freak noch einmal schafft, ein noch kontroverseres Spiel auf die Beine zu stellen als Pokémon Karmesin und Purpur? Ich hoffe nicht. Die 9. Generation von Pokémon hat im Vorfeld schon so viel Staub aufgewirbelt, dass sie es wieder einmal geschafft haben, die meist vorbestelltesten Spiele diesmal sogar in der Geschichte des Franchises zu werden. Denn negative Werbung ist auch Werbung. Aber ist das gerechtfertigt? Sind Pokémon Karmesin und Purpur wirklich so schlechte Spiele? Ganz eindeutiges Jein. Denn ich bin beinahe begeistert, wie man das beste und gleichzeitig das schlechteste Pokémon-Spiel in einem Spiel vereinen und releasen kann. Wirklich, Game Freak, ihr habt meine Hochachtung. Schrödingers bestes Pokémon-Spiel. Ich möchte mit euch gemeinsam ein bisschen über meine Meinung zu Pokémon Karmesin und Purpur sprechen. Wir haben jetzt die ersten, ja, ich sag mal bestimmt 20, vielleicht 25 Spielstunden, ich habe jetzt nicht genau nachgeschaut, gemeinsam im Livestream erlebt auf twitch.tv/lenificate. Ich bin mit noch keiner Story so richtig fertig, aber ich denke, ich habe genug gesehen, um mir zumindest ein grundlegendes Bild und eine grundlegende Meinung zu diesen Spielen machen zu können. Und das war mir sehr wichtig. Ich wollte jetzt nicht der Klicks wegen einfach am ersten Tag direkt nach dem Release ein Video raushauen und sagen, das sind geile Games oder holy shit. Und Pokémon Purpur zu spielen war wie eine emotionale Achterbahnfahrt. Es gab immer wieder Momente, in denen ich mich über irgendwas aufgeregt habe und dann bin ich 3 Schritte weitergelaufen und habe irgendwas gefunden, was mich begeistert hat. Und ich bin ehrlich mit euch, ich möchte mit keinem einzigen Videospiele-Kritiker aktuell tauschen, denn hierfür eine zusammenfassende Wertung zu finden, schien für mich bislang wirklich irgendwie unmöglich. Aber woran liegt das? Mit Pokémon Purpur hatte ich jetzt schon mehr Spaß als die letzten 6-7 Jahre mit jedem anderen einzelnen Pokémon-Spiel. Paldea als Open World funktioniert überraschend gut. Es gibt 3 ganze Storywege, die sich ausnahmsweise wirklich mal wie 3 separate Storywege anfühlen und nicht nur wieder so eine Scheinänderung sind, wie es die letzten Jahre immer der Fall gewesen ist. Die neuen Gegenden und die Pokémon zu entdecken hat mir in keinem Spiel bisher so viel Spaß gemacht wie hier. Ich hatte überhaupt nicht diesen Drang danach, die Story einfach schnell durchzurushen, sondern hat mir wirklich die ersten Stunden einfach super viel Zeit gelassen und hat Ewigkeiten gedauert, bis ich das erste Mal in der Akademie angekommen bin. Gerade weil es vielleicht auch so interessant ist, die einzelnen Möglichkeiten auszutesten und zu schauen, wie weit man kommt. Und auch die Story der Spiele ist, ehrlich gesagt, gar nicht mal so schlecht. Ich meine, klar, grundlegend sind sie sehr einfach gehalten. Wir füttern unser legendäres Pokémon mit Sandwiches, damit es ihm nach und nach besser geht. Klingt erstmal weird, aber der Weg dorthin und alles drumherum ist, ich sage mal, hier und da hat man doch das Gefühl des einen oder anderen Plot-Twists. Und das hat nicht zuletzt auch mit den Charakteren der Spiele zu tun. Ich muss ganz ehrlich sagen, als mir damals in den Trailern schon aufgefallen ist, dass an den Designs wirklich sich sehr ausgetobt wurde, habe ich mir schon gedacht, das sieht vielversprechend aus. Sei es ein Pepper, der sich am Anfang wie das letzte Arschloch verhalten hat und später seinen Charakterwandel erlebt. Sei es eine unfassbar niedliche, sympathische Nymila, die wieder mal ein Good Guy-Rivale ist, allerdings nicht so nervig, obnoxious und so, ugh. Die Lehrerin und Lehrer an der Akademie, der Direktor, die ganzen Bosse von Team Star, sie alle erreichen so viel mehr Tiefe, als es jeder einzelne NPC in den letzten Jahren in Pokémon geschafft hat. Ein ganz entscheidender Faktor davon sind auch die Dialoge. Ich muss wirklich sagen, dass ich bis auf einzelne sehr unangenehme, cringige Ausnahmen die Dialoge in diesem Spiel hervorragend finde. Albritzel hat 5000 Pokédollar gespendet. Ich lieb's. Zumindest fühlen sich die Dialoge auch nicht so langwierig und so zäh und so unnötig in die Länge gezogen an. Auch wenn ich sagen muss, dass sie es an manchen Stellen wirklich ein bisschen sehr gut gemeint haben, was Thema Jugendsprache und so weiter angeht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich im Jahre 2022 nochmal das Wort Swag höre. Aber okay. Und während wir auf Miraidon oder Koraidon durch die Gegend fahren, was sich übrigens super smooth und angenehm anfühlt und kein Vergleich dazu ist, wie holprig es sich damals in Pokémon Let's Go oder in Legenden Arceus angefühlt hat, fällt dem einen oder anderen eventuell auf, wie leicht die Spiele sind.
oder wie schwer diese Spiele stellenweise auch sind. Ich muss sagen, ich habe hier und da tatsächlich einige Schwierigkeiten gehabt, dass ich mit meinem Team einfach hoffnungslos unterlevelt gewesen bin. Ich aber schon in einem Bereich gelandet bin, wo ich mit meinem Level 20er Team plötzlich gegen Level 50er kämpfen musste. Oder auch die Bosskämpfe oder die Herrscher-Pokémon können richtig tricky werden, wenn du nicht drauf vorbereitet bist. Und das finde ich zum einen sehr gut, weil man endlich eine Herausforderung hat und es einem nicht zu leicht gemacht wird. Zum anderen muss ich aber sagen, hätte man diesen Punkt wirklich anders regeln müssen. Wir haben die Paldea-Region hier also als Open-World-Gegend. Das bedeutet, wir können von Anfang an rein theoretisch überall hin. Überall. Es ist also rein theoretisch möglich, mit einem Level 15er Durchschnitt gegen Pokémon auf Level 50 anzutreten. Was diesem Spiel bzw. der Map allerdings fehlt, sind zwei Optionen. Entweder man grenzt diese einzelnen Bereiche in unterschiedliche Schwierigkeitsgrade ein, rot für besonders starke Pokémon, grün für besonders leichte Pokémon, oder aber man setzt das Ganze technisch um und setzt auf ein Level-Scaling-System. Und ich sag's euch, wie es ist, Freunde, diese Freiheit, die uns gegeben wird am Anfang und immer wieder betont wird, du kannst gehen, wohin du willst, du kannst Arena-Leiter in der Reihenfolge machen, wie du lustig bist, die gibt es nicht so richtig. Wenn ich die meisten von euch frage, werdet ihr mit der Pflanzen- und mit der Käfer-Arena angefangen haben. Warum? Weil das die schwächsten Arenen gewesen sind. Vielleicht hattet ihr Bock, gleich am Anfang gegen Grusha zu kämpfen, der euer Level 5er Team dann allerdings mit seinen Level 45ern bis 50ern in den Boden gestampft hätte. Und das grenzt dann eben sehr wohl wieder die Reihenfolge ein, in der ich die Arena-Leiter bekämpfen möchte. Oder aber andersrum, ihr habt euer Team von Anfang an so krass überlevelt, dass ihr es mit den Stärksten der Stärksten aufnehmen konntet und habt danach einfach absolut keine Herausforderung mehr gehabt, weil ihr mit eurem Level 80er Team einfach mal den Level 20er Arena-Leiter in den Boden malträtiert habt. Das ist dann halt wieder Kacke. Wenn deine Freiheit dafür sorgt, dass du am Ende des Tages keine Herausforderung mehr hast und danach nur noch durchspazierst und alles one-hittest, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, dann kann man sicher sein, hat der Entwickler leider Open World nicht verstanden. Und was meiner Meinung nach ebenso essentiell für eine Open World ist, ist eine übersichtliche Karte. Das einzige Orientierungsmittel bei all diesen vielen Symbolen und Ausrufezeichen und Icons und Gesichtern sind bunte Kreise um die Icons und Gesichter herum, die mir zumindest sagen, zu welcher Quest dieser Ort gerade gehört. Und natürlich soll man auch dazu verleitet werden, die Region kreuz und quer und durcheinander zu entdecken und zu erleben. Aber wenn ich mich in diesem Augenblick dafür entschieden habe, ich möchte mich gerade nur um eine einzige Quest oder um eine einzige Gegend kümmern, dann hätte ich sehr gerne die Möglichkeit, alle anderen Symbole auszublenden. Beziehungsweise packt mir bitte nicht überall irgendwelche Ausrufezeichen hin, die genauso aussehen beinahe wie mein von mir persönlich gesetzter Marker. Der einzige Unterschied dessen ist, dass der Rand gelb ist statt weiß. Das fällt bei einer so bunten Map jetzt auch nicht wirklich auf. Ich bin sehr überfordert von dieser Karte. Ich tue mich ohnehin halt einfach durch mein ADHS schon schwer, mich auf eine Sache zu konzentrieren, beziehungsweise Dinge halt irgendwie auszusortieren, wenn ich nicht gerade rein zufällig in dem Augenblick genau darauf hyperfokussiere. Ich finde aber auch nicht, dass das der einzige Moment sein sollte, in dem ich mich auf diese Karte konzentrieren kann. Und wisst ihr, was diesem Open-World-Titel fehlt? Was wir sogar im nur Halb-Open-World-Titel namens Legenden Arceus gehabt haben? Ein Questbuch. Und nicht einfach nur ein Buch, in dem mir aufgelistet wird, was ich zu tun und zu lassen habe. Nein, ein Buch, in dem ich auswählen kann, um welche Quest ich mich als nächstes kümmern möchte. Die automatisch dann Marker auf der Karte setzt, so wie es damals in Pokémon Legenden Arceus schon der Fall gewesen ist. Und das ist eine sehr besorgniserregende Entwicklung, wenn ich in dem Punkt sogar sagen muss, dass fucking Legenden Arceus die Nase vorn hat. Schwierig. Ich weiß sowieso nicht, warum Game Freak irgendwelche Sachen in die Spiele einbringt und dann im nächsten die auslässt, im übernächsten dann vielleicht wieder mit drin hat, im überübernächsten kommt es dann in ungefähre abgewandelter Form und danach wieder überhaupt nicht mehr. Bleibt doch mal konsistent, bleibt doch mal konstant bei einer Sache dran. Es ist im Allgemeinen so, dass sowohl in der gerade eben noch von mir gelobten Story, als auch an irgendwelchen Gegenden, als auch in irgendwelchen Kämpfen oder Cutscenes mir direkt 10 Dinge einfallen, die ich persönlich anders, besser oder nicht gemacht hätte. Wobei das aber ein Punkt ist, den ich nicht wirklich als Kritikpunkt aufnehmen kann, weil das halt einfach sehr subjektiv ist. Beziehungsweise halt einfach nur meine eigene Meinung. Aber wie ist eigentlich meine Meinung zu den neuen Pokémon, die es jetzt in die Paldea-Region geschafft haben? Nun, ich möchte noch nicht allzu viel vorwegnehmen an diesem Punkt, aber es gibt solche und solche.
Es gibt einige Designs und auch Entwicklungen zu bereits bestehenden Pokémon, die ich ziemlich nice finde. Und dann gibt es wieder so ein paar Fälle, bei denen ich so überlege, mehr ist euch da jetzt nicht eingefallen. Lustigerweise haben irgendwie alle auch schon Shiny-Pokémon, außer ich. Ich weiß es nicht, vielleicht bin ich sogar mal an einem Shiny vorbeigefahren und ich habe es einfach nicht bemerkt. Denn Shinies tauchen zwar in der Overworld auf, aber sie geben kein akustisches Signal von sich. Und versteht mich nicht falsch, das wäre kein Problem, wären die Models generell einfach größer und man hätte eine Chance, sie zu finden. Aber auch hier, Pokémon Legenden Arceus hat das so viel besser gelöst, dass du einfach so ein kurzes Bling-Geräusch hattest, wenn du an einem Shiny vorbeifährst. Warum ändert man das? Was sich allerdings auch nicht so anfühlt wie die letzten zwei Jahrzehnte, ist die Menüführung. Das ist ein sehr spezieller Punkt, aber ich habe auch immer wieder mal während der Streams meinen Chat gefragt und habe hauptsächlich die Resonanz bekommen, dass es doch auffällt, dass die Menüführung und die Tastenbelegung vor allem der Spiele sich irgendwie nicht wirklich intuitiv anfühlt. Genau wie das Kamerafeature. Oh, das Kamerafeature. Eine der größten Enttäuschungen des ganzen Spiels, muss ich ganz ehrlich sagen. Was habe ich mich darauf gefreut, Selfies mit meinen Pokémon machen zu können? Nix ist. Was man im Trailer gesehen hat, war reiner Zufall. Dass die Pokémon genau an der Stelle stehen bleiben, wo du sie haben wolltest, du wirst es nicht hinkriegen. Denn sie laufen immer genau dann weg, wenn du sie gerade richtig im Bild hast. Und ja, natürlich, du kannst mit einem Knopfdruck die Kamera öffnen, indem du auf Steuerkreuz nach unten drückst. Oder aber du öffnest erst die Karte, gehst dann auf deinen Trainerpass, sagst dann, du möchtest dein Profilbild ändern oder dein Trainer-Icon, wählst dann nochmal aus, ob du ein vorhandenes Bild benutzen möchtest oder ein neues schießen möchtest. Und dann erst bekommst du die Kamera auf. Warum in der Karte? Game Freak, ihr habt das vor über 25 Jahren schon hinbekommen, dass man eine bessere Menüführung hatte. Wieso macht ihr jetzt 40 Schritte nach hinten? Pause, Pokécom, Radio. Das war alles. Nicht irgendwie Pause, Karte, zwischendurch speichern, drei Supertränke auf Pikachu geben, zwischendurch nochmal ein Relaxu wiederbeleben, drei Lieder auf der Pokéflöte spielen und dann eventuell dürfen wir die Kamera öffnen. Vielleicht. Aber gut, das sind Unannehmlichkeiten, an die kann man sich gewöhnen, die kann man vielleicht noch entschuldigen, weil die Menüaufteilung vielleicht einfach nicht anders ging, aus welchen Gründen auch immer. Was man nicht entschuldigen kann, Game Freak, und jetzt müssen wir wirklich mal Tacheles sprechen, das ist zum einen die Grafik selbstverständlich, die hin und wieder aber tatsächlich an einigen Stellen gepolished wurde. Einige Texturen, die man in den Trailern gesehen hatte, wurden ausgetauscht und sehen 100-mal besser aus. Die Grafik sieht halt trotzdem aus wie Arsch. Game Freak stellt sich vor allem an, als hätten sie noch nie in ihrem Leben eine Lampe irgendwo hingestellt und Schatten beobachtet. Bäume, die direkt auf dem Boden stehen und angestrahlt werden, haben verwaschendere Schatten als Wolken, die mehrere hundert Kilometer in der Atmosphäre schweben. Warum haben die Wolken, die 5000 Kilometer weit weg sind, einen klareren Schatten als die Bäume, die legit einfach da stehen, wo der Schatten ist. Aber was habt ihr euch stellenweise bei den Animationen gedacht, Game Freak? Wieso verzichtet ihr bei Objekten, die im Fokus, im Vordergrund stehen, grundsätzlich auf die Interpolierung? Nirgends hast du komplett eine fließende Animation. Aber bei dem optisch zumindest aufwendigst scheinendsten Feature der Terra-Kristallisierung habe ich gefühlt 120 FPS in einem 30 FPS-Game. Okay. Warum hat das da funktioniert, aber überall anders gar nicht? Aber auch die Grafik und die Animationen sind, auch wenn sie nur sehr schwer zu entschuldigen sind, immer noch nicht das Schlimmste am Ganzen. Der allerschlimmste Punkt an diesen Spielen. Und das ist wirklich etwas, was mir riesige Sorgen bereitet, ist der technische Zustand. Die technische Performance von Karmesin und Purpur ist mit dem Wort Frechheit alleine nicht mehr zu beschreiben. Ich kann mich, bis auf wenige Ausnahmen, wie eben Kämpfe oder Terror Raids, an keinen einzigen Ort erinnern, an dem ich nicht mindestens geringfügige Frame Drops hatte. Und wenn das geringfügig waren, war das stellenweise noch okay. Aber in den schlimmsten Fällen, und die kamen nicht selten vor, bin ich mit maximal 10 FPS durch die Gegend gebrettert. Wovon ich persönlich zum Glück einigermaßen verschont geblieben worden bin, sind schwerwiegende, game-breakende Bugs und Glitches,
die dafür gesorgt haben, stellenweise, dass Leute irgendwo in irgendeinem Pixel festhingen und nicht mehr wegkamen. Oder eben Spielefehler, die das Spiel zum Abstürzen gebracht haben, die dafür sorgen, dass die letzten 7 ungespeicherten Stunden halt einfach hinfort sind. Der technische Zustand der Spiele ist das Schlechteste, was ich von Pokémon jemals gesehen habe. Ich weiß nicht mal, wem ich hier die Schuld für geben soll. Ich bin nicht bei der Entwicklung mit dabei gewesen, ich kenne die Leute nicht, die daran gearbeitet haben. Ich bin trotzdem immer sehr vorsichtig, auf die Entwickler selber zu gehen, weil die tatsächlich häufig einfach am wenigsten dafür können. Und bei einer japanischen Arbeitsmoral glaube ich auch einfach nicht an Faulheit. Aber es zeigt sich wieder einmal, dass dieses Multimilliardenunternehmen zu wenig Entwickler hat, zu wenig neue Entwickler hat vor allem. Da sind heute noch Leute im Entwicklerteam drin, die seit den letzten 20 Jahren da arbeiten. Und offenbar bringt es wohl auch nichts, sich jedes Mal irgendwas Neues, Individuelles auszudenken und sich in Themenbereiche zu begeben, von denen man leider aber keine Ahnung hat, dann kann das nichts werden. Und es scheitert ja nicht immer an den Ideen. Ich finde Terrakristallisierung echt ein nices Kampffeature. Sogar die Arena-Prüfungen sind bei weitem nicht ausgereift, aber sie sind ein netter Kompromiss aus dem, was man damals in Alola ausprobiert hat und dem bereits bestehenden Arenensystem. Ich kann diesem Spiel auch nicht grundlegend eine zusammengefasste von 10 Wertung geben. Spielspaß-technisch ist Pokémon Purpur für mich eine absolute 8 von 10. Und technisch maximal eine 2. Aber Leute, das ist das letzte Spiel, bei dem ihr euch das erlauben könnt. Wenn ihr es schafft, das in 4-5 Jahren noch einmal zu unterbieten, dann könnt ihr den Franchise verkaufen. Sag ich euch, wie es ist. Also was sage ich denn jetzt? Pokémon Purpur und Karmesin kaufen, ja, nein? Ich sag, wie es ist. Ihr werdet mit diesen Spielen auf jeden Fall euren Spaß haben. Sowohl als Casual als auch als Competitive-Spieler. Hierbei muss ich mich der Meinung von Present bedienen, weil ich persönlich von Kompetitiven leider wenig Ahnung habe. Aber wenn Present das sagt, dann vertraue ich ihm da einfach mal. Schöne Grüße an der Stelle. Wenn ihr euch das Game jetzt zum Black Friday in irgendeiner Aktion holen möchtet, dann bedenkt bitte, dass es jetzt noch nicht auf dem technischen Zustand ist, den es haben sollte. Nochmal, es ist kein schlechtes Spiel. Es hätte das beste Pokémon-Spiel werden können, das wir jemals bekommen haben. Es ist der schlechteste, beste Pokémon-Titel. Soviel zu meiner kleinen Videokolumne, die zeittechnisch sehr viel mehr ausgeartet ist, als ich eigentlich vorhatte. Aber es gibt eben einfach so viele Punkte in diesem Game und so viel Content, über den man einzeln irgendwie sprechen kann. Ich versuche das Ganze hier ein bisschen runterzuschneiden. Lasst mich gerne wissen, was ihr zu den Spielen sagt. Ich hoffe, das Video konnte euch meinungstechnisch vielleicht auch ein bisschen weiterhelfen, wenn ihr euch noch nicht ganz entschieden habt. Schreibt mir Meinungen, Ansichten und Kommentare wie immer unten in die Kommentarbox. Auf dem Weg dorthin kommt ihr wie immer an meiner Videobeschreibung vorbei. Dort gibt es auch einmal sämtliche Links zu meinen sozialen Netzwerken und Partnern. Das war's von mir. Im nächsten Video sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.